Hallo, mein Name ist Christoph Maria Herbst. Ich hoffe sehr, dass ich der Erste bin. Ein paar Duftnoten schon mal versprühen. Bin ja Rüde. Hallo! Ja, hallöchen! Holy shit, den gibt's auch noch. Nein! Der hat mich gleich mit seinem Strahlen begrüßt. Und dann hatte ich den Eindruck, wir sind wie so ein altes Ehepaar, das jetzt darauf wartet, dass die Freunde zum Käsefondue kommen. Das sind Comedy-Treppen. Die sind zum Stolpern da. Wir werden danach eine ganz besondere Beziehung haben, alle zueinander. Okay. Weil es so sein wird, als hätten wir einen schlimmen Unfall zusammen erlebt. Weißt du, als wären wir alle zusammen auf der Titanic gewesen. Okay. Alter Schwede. Sempre amabile, heli pensiero, lecher mol viso, pronte viso. Nicht lachen? Das ist die Information für mein Gehirn, dass ich nicht lachen soll? Rate, was mein Gehirn damit macht. Oh mein Gott! Süße Stimme, Stadtliebste! Auf welchem Planet bin ich? Oh, Axel, jetzt kann ich gerade mit dir sprechen. Ich lerne gerade meinen Text. Mal diese Art und Weise, wie der, ich hab hier eine wie der Olaf Schubert spricht, ne? Die ganze Zeit so. Das ist doch kein Deutsch. Guck mal, wie der Herbst den Axel bearbeitet. Entschuldigung, ich kann dir gerade nicht zuhören. Ich möchte nicht unhöflich sein. Das ist unhöflich. Ja, ich weiß. Ich hatte von dir ein... Guck mal, bei dir läuft aber auch was ganz Schräges, ne? Mit dieser Selbstsüchtigung. Mhm. Bist du katholisch? Auch. Um lustige Situationen einfach ganz schnell wegzuschlagen, habe ich mir zur Unterstützung eine Fliegenklatsche eingepackt. Zum Beispiel bei Rudi Carrell. Rudi Carrell hat ja auch die ganze Zeit so gesprochen. Und den habe ich ja tatsächlich mal kennengelernt. Christoph, möchtest du einen Kaffee? Ich hatte schon, da bin ich hinten übergefallen, weil ich auf einmal feststellen musste, der Rudi Carrell. Noch mal ganz kurz an die WG. Wenn der Wasserbehälter bei der Kaffeemaschine leer ist, was passiert dann? Dann muss die Hazel Wasser. Es auswechseln, weil sie noch nicht so erfolgreich ist wie der Christoph. Richtig, denn ihre Karriere liegt noch vor ihr. Geh weg. Geh weg, du. Ich wollte fragen, ob ich dir einen Kaffee machen darf. Nein, danke. Guck mal, der Herbst hat's auf die Michelle abgesehen. Weißt du, ich kann dir auch ein Liedchen singen, um dir zu zeigen, dass es mir wirklich leid tut. All'alba vincerò. Vincerò. Darf ich mir einen Kaffee machen? Ich würde dir jetzt einen Kaffee machen. Hast du nichts zu tun? Ich glaube, da ist jemand, der... Doch, ich habe was zu tun. Ich würde dir gerne einen Kaffee machen. Dass du meine Entschuldigung nicht annimmst, das kränkt mich jetzt auch ein Stück weit. Du möchtest wirklich, dass ich jetzt gleich rausfahre? Du darfst auch an meine Deine Strategie ist, die Hunziker nach 2 Minuten aus der Show raus. Ich musste 5 Stunden im Auto sitzen, um hierher zu kommen. Weil du von wo? Ich will hier bleiben. Weil du kamst aus Augsburg. Aus Mailand. Und war alles verstaut. Aus Mailand. Oh Gott. Was willst du von mir? Wir unterhalten uns gerade und das ist ein Gebot der Höflichkeit, dass man... Er greift richtig Leute an. Mhm. Er braucht Geld. Ich glaube, es läuft nicht so gut bei ihm. Deswegen ist er hier, ne? Mhm. Mhm. Christoph, kannst du mal bitte ganz kurz kommen? Einen habe ich noch. Gerne. Irgendwas mit Herbst kommt jetzt. Achtung. Wer oder was bin ich? Eine Jahreszeit. Ein Berg voll mit Strom. Nein, Gammelfleisch. Gammelfleisch, hilf mir kurz. Weil er alt ist? Sehr gut, Caroline, sehr gut. Aha. Hast du mich gerade Gammelfleisch genannt? Nein, ich habe... So, war das der Witz gerade, dass ich Gammelfleisch bin? Scheiße. Mirko? Hazel. Mirko? Was ist jetzt beim Buzzer? Scheiße, Leute. Vor dem Buzzer nicht. Machst du das? Machst du ich das? Weiß es nicht. Gammelfleisch mag ich. Spinnst du? Geht's noch? Du warst so nah bei mir! Du hast doch angefangen!
Wenn man den Teufel kitzelt, dann muss man auch damit rechnen, dass er zurückkitzelt, ne? Könnt ihr benutzte Tassen dann auch wieder automatisch zur Küche zurücktragen, nicht, dass jemand stolpert? Ich weiß nicht, ob ich einen Kaffee trinken soll oder einen Schnaps. Ich würde eher Kaffee, wenn das Kaffee, die Option komm, ist. Zuerst mal Kaffee. Hauptsache, Christoph ist weit weg von mir. Kann ich dir helfen, Michel? Geh weg! Jedes Mal, wenn ich einen Kaffee trinken möchte. Lass mich dir doch helfen. Du bist doch in diesen technischen Dingen, bist du doch... Michelle wollte ich in den Zustand des immerwährenden Fortlaufens von mir versetzen. Und es ist mir gelungen. Alles gut bei dir? Ja, alles gut, alles gut. Du wirkst so ein bisschen abgetreten. Michael, bleib doch noch einen Moment. Nee. Weil wenn du da bist, ist immer Heiterkeit, es ist immer Gelächter. Und dann dürfen wir Dinge machen, die wir... Tschüss. Das war jetzt nicht persönlich gemeint, Michelle. Ich wollte mich entschuldigen und du musst, wenn sich jemand entschuldigt... Wow. War das dein Kind jetzt? Im ersten Moment war es eklig. Hat jemand ein Tuch da? Ja. Und im zweiten auch. Ist erfrischend, ist erfrischend. Mach bitte weiter. Das Kind sieht nicht gesund aus. Michael? Langsam geht er mir auf die Nerven. Michael? Ja. Hey, Leute. Konzentrat, Leute. Hey, Sei. Dankeschön. Ich würde gerne so ein paar Internet-Trends mit euch machen. Ja, finde ich schön, finde ich gut. Kann ich auch noch was lernen. Zum Beispiel Ice Bucket Challenge. Das ist aber jetzt auch schon wieder 8 Jahre alt, wa? Das weiß doch Christoph und Anke sind nicht im Internet, die haben keine Ahnung. Also es ist für einen guten Zweck. Man kann sagen, es ist zum Beispiel, wir spenden dann... Gegen Haarausfall, da sind einige Kandidaten. Richtig, Haarausfall. Dann ja. Christoph, du machst es, okay. Ist besser. Bei du machst ihm? Die Ice Bucket Challenge, nee, bei dir selber. Eins, zwei. Muss ich es im Stehen machen? Oder? Hashtag Ice Bucket Challenge einfach. Was, Hazel? Hashtag. Hashtag? Hashtag Ice Bucket Challenge. Und danach Daumen in die Kamera. Und das hört man dann auf dem Polaroid. Ja, das ist ein Soundaroid. Soundaroid, ja. Sagst du oder soll ich einfach? Du machst das. Du bist Hashtag die ganze Zeit, Ice Bucket Challenge. Ich nehme die ganze Zeit auf. Challenge. Wie lange muss ich denn drauf lassen? Du kannst ihn jetzt wieder abnehmen. Wir machen jetzt Planking. Was ist Planking? Ich habe keine Ahnung, was ist Planking? Was ist Planking? Das ist wie bei Herbis unterm Sofa. Michael! Ja, ich weiß. Michael! Ja! Ich möchte den Olaf Schubert knacken. Und ich glaube, er hat ein Nähe-Distanz-Problem. Also, das ist, dass man oft angequatscht wird von der Seite. Von der Seite? Mhm. Okay. Und dann so dieses offensive Gespräch. Suchen, also diese... Aufzwängen. Ja, so völlig ohne Distanz zu halten. Bis was? Ohne Distanz zu halten. Distanz. Hm. Dann auch zu nah rankommen. Hm. Und dann... Zu was? Zu? Ich möchte ihm sehr nahe kommen. Sehr nah. Es fühlt sich gerade wie ein rumänischer Arthouse-Film an, oder? Macht ihr das? Ja, seit du dazu gekommen bist. Ich liebe das rumänische Kino, muss ich sagen. Mhm. Große Filme. Unterschätzt auch. Pristilal Head. Da geht's. Den kenne ich. Ja? Den habe ich synchronisiert damals. Okay. Ich bin ja ein Künstler zum Anfassen, aber wenn es tatsächlich jemand macht, also sehr gefährlich. Und es ist ja oft so, dass dann jemand sagt, ach, kann ich auch mal ein Stück? Gerne. So, weißt du? Oh, da darf man aber nicht hingucken. Nee, ich bin Diabetiker. Oh. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, alles okay, aber Diabetiker, schwieriges Thema. Naja. Weißt du eigentlich, dass du wunderschön bist? Das war auch gelogen. Das dachte ich mir, du bist ein sehr guter Schauspieler. Aber du strahlst von innen. Ich strahle extrem, ja. Du strahlst von innen. Das hat man dir schon mal gesagt, oder? Oft schon. Du siehst ein bisschen verkniffen aus, jetzt gerade zwischen den Augen. Ich muss mich jetzt stark zusammenreißen, dass ich nicht versuche, mich mit einem charmanten Lächeln an sie ranzuwanzen. Ich könnte mal was Warmes essen, Leute. Im Kühlschrank ist Falafel. Ich würde mich ganz lange auf eine Frikadelle setzen für dich. Thank you.
was passiert da bei Christoph? Grüß dich! Oh, oh, es geht los. Bist du nackt darunter? Soll ich unten rum freimachen? Gott sei Dank hast du was an. Mein schlechtester Ort für ein erstes Date ist die Luftröhre. Entschuldige. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte es trotzdem gemacht. Leute! Ich stelle mir das bildlich vor und das ist wirklich ein schlechter Ort für ein erstes Date. Ich hoffe, er singt nicht. Es ist alles möglich dann auf einmal. Ah! Christoph Maria Herbst macht die Schreibmaschinennummer von Jerry Lewis. Das war sehr mutig, denn das ist wirklich ein Klassiker. War richtig gefährlich und ich habe wirklich die Augen zugemacht, weil ich ihn nicht sehen wollte. Ich wollte ihn nicht sehen. Mein Vater ist riesen Jerry Lewis-Fan gewesen. Sag mir jetzt nichts. Jerry Lewis? Ist der nicht Formel 1-Weltmeister? Nee, das war Lewis Jerris. Moment, dein Vater ist Jerry Lewis? Nee, er ist Fan. Lewis Hamilton. Er fährt Formel 1? Jerry Lewis Hamilton. Jetzt haben wir es.